Herzlich willkommen bei den Low Carb Goodies to Go, meinen wöchentlichen Tipps rund um gesunde, artgerechte und individuelle Ernährung. Mein Name ist Daniela Pfeiffer, ich bin Diätologin und spezialisiert auf Low Carb ketogene Ernährung in Kombination mit der traditionellen chinesischen Diätetik. Es gibt sehr viele Lebensmittel, die unsere Darmflora, unser Mikrobiom und auch die Darmschleimhaut unterstützen. Heute möchte ich drei davon besonders hervorheben. Ein tolles darmunterstützendes Gemüse ist die Okraschote. Manchmal wird sie auch als Ladies Fingers benannt. Man bekommt dieses orientalische Gemüse in gut sortierten Gemüseläden, Feinkostläden, türkischen Lebensmittelgeschäften. Dieses Gemüse enthält unglaublich viel Antioxidantien, also Radikalfänger, die schon im Darm wirken. Besonders wichtig für den Darm sind aber die löslichen Ballaststoffe und Schleimstoffe. Sie binden die Giftstoffe und auch Bakterien. Es hat alles eine leicht abführende Wirkung und beschleunigt die Darmpassage und damit die Verdauung. Die Okraschoten schmecken sehr mild und um die volle Wirkung ausnützen zu können, empfehle ich sie kurz vor Beendigung des Kochvorgangs, zum Beispiel als Gemüse in die Suppe zu geben oder den Speisen einfach hinzuzufügen. In kleinen Mengen, also 2-3 solche Schoten mit einer kleinen Menge eben beginnen, weil sonst kann es sein, dass man relativ flott aufs Klo muss. Das Wichtige ist auch, dass man das Innere der Schote nicht entfernt. Da sind die ganz wichtigen Schleimstoffe versteckt, die so eine cremige Konsistenz machen, die nicht jeder mag. Ansonsten kann man die Okraschote wie jedes andere Gemüse auch verwenden. Als Getränk für den Darm empfehle ich Kombucha, besonders den selbst hergestellten oder einen sehr hochwertigen aus dem meist Online-Handel. Sie ist oft schwer zu erkennen, weil die Handelsware meist eben pasteurisiert ist und natürlich auch gezuckert, also null bzw. sogar eine negative Wirkung auf das Mikrobiom hat. Der Kombucha-Pilz selber ist nicht nur ein Pilz, sondern ein SCOBY, also ein Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, also selbst schon ein kleiner Mikrobiomstaat. Und unser Mikrobiom wird durch diese Vielzahl an Keimen geimpft und unterstützt. Täglich ein kleines Gläschen reicht da schon. Besonders bei probiotischen Lebensmitteln, das sind Lebensmittel, die schon unterstützende Keime in den Darm bringen, braucht man nicht viel zur Unterstützung, dafür aber regelmäßig. Kombucha kann man, wie gesagt, schon sehr leicht selber herstellen. Ich werde gerne mal einen Anleitungsfilm darüber machen. Wenn es gewünscht wird, schreibt es mir einfach in die Kommentare, ob ihr das möchtet. Nun noch ein wunderbares Gewürz für den Darm, der Kurkuma oder auch Gelbwurz genannt. Man kann das als frische Knolle verwenden, schält man meistens und reibt den fein auf und gibt in Suppe oder sonstige Speisen rein. Oder man verwendet ein hochwertiges Kurkuma-Pulver. Es ist schon seit Jahrtausenden als Heilmittel bekannt. Da die Vorzüge aufzuzählen, das wird den Rahmen da jetzt wirklich, wirklich sprengen. Für den Darm ist besonders wichtig seine extrem antientzündliche Wirkung, weil gerade diese Mikroentzündungen im Darm, also Entzündungen, die man gar nicht merkt, sind ja die Ursache für sehr, sehr viele Beschwerden, die sich gar nicht im Darm äußern müssen. Ich möchte nur noch erwähnen, dass es wichtig ist, dass man den Kurkuma richtig verwendet. Das heißt, in Kombination mit etwas Pfeffer, also dem Piperin, weil das Kurkumin, was im Kurkuma drinnen steckt, über den Darm sehr schwer nur aufgenommen werden kann. Also zur Wirkungsverstärkung braucht man den Pfeffer, nur eine Prise, echten Pfeffer, weil nur im echten Pfeffer ist auch das Piperin drinnen, und ein hochwertiges Fett oder Öl, zum Beispiel Butterschmalz oder Kokosöl. Das hilft, das Kurkumin aus der Knolle bzw. aus dem Kurkuma herauszuziehen, und Hitze. Und da ist es eben gut, wenn man sich selber auf Vorrat zu Hause eine Kurkuma-Paste herstellt. Diese Paste ist ja auch traditionell die Basis für die jetzt schon so bekannte goldene Milch. Wie man so eine Kurkuma-Paste herstellt, kann ich ebenfalls gerne in einem weiteren Beitrag herzeigen. So, habe ich nun jetzt ein bisschen Darminteresse geweckt? Noch kann man sich nämlich anmelden zu meinem kostenlosen Webinar zum Thema Darmgeheimnisse. Den Link gibt es in der Filmbeschreibung oder im Profil. Das Webinar, eben kostenlos, findet am 16. Februar statt.
Ja, und ich habe einige sehr interessante Inhalte aus Ost und West zusammengetragen. Es wird sicher total spannend. Macht mir selber schon sehr viel Spaß, das auszuarbeiten. Wenn euch sonst noch etwas dazu interessiert, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Danke inzwischen für die Aufmerksamkeit für heute. Und ich freue mich schon auf ein Wiedersehen, spätestens nächste Woche bei den nächsten Low Carb Goodies to Go. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis dahin. Und achtet auf eure Gesundheit. Sie ist euer wertvollster Besitz.